good Hong Kong at. Access to that good Asian product, you feel me? It's the reason I took the producing gig, because I heard Vivian and her label had connections. Well, they are. To me. Well then, I guess this is gonna be like one of them old school business meetings. You know, where you show me around town and you try to figure out if we're a good fit. Mit was, der will irgendein Geschäft mit mir abschließen? Ja, okay, mal gucken. Schauen wir mal. Das Auto ist halt voll im Arsch, ne? Vorne rum, Motorhaube hängt schief drauf. Super. Ja, tut so, als wäre er voll der Player. Hey, Baby. Oh, Baby. Dein Outfit ist aber echt gut. Okay, Mädchen, die mit King feiern wollen, okay. Alles klar, go, go. Würde ich sagen, hier tanzt doch schon mal eine Hex, sexy Hexi. Hey, Baby. Hey there, what's your name? Katushka. I'm Wei. Katushka. So listen, I saw you looking at my friend and I figured you realize he's a famous American celebrity. And I just wanted to ask if you mind keeping it a secret. Ooh, how can I say no? Well, if you're not doing anything, maybe I can buy you silence with a drink. Want to join us? That's very nice of you. That's very nice of you. Yes. How'd you guess? Ah, call it a hunch. Oh, you. Also, die ist aus Russland, die Katushka. Oh, Nostrov hier. Okay, dann bringen wir sie mal zu King. Die kann ihm einen blasen oder so. Keine Ahnung. Da sitzt er ganz alleine mit seinem Schwanz in der Hand. Oh, musst du jetzt jede einzeln herbringen, Mann. Schrei doch einfach mal rein. Ey, Bitches, alle zu mir. Dann kommen sie schon. Hello, Ladies. Hey, Mr. VIP. Want to buy us girls a drink? I don't know. My friend and I are gonna enjoy your company. Try us on and see what you get. Oh yeah. All right. Why don't you join my friend in there? I'll be in a second. Wenigstens muss ich die jetzt nicht hier reintragen wieder. Das dauert viel zu lange. So, Baby, hier. Du noch. You okay, miss? Hey, book guy. That my girl. So why don't you fuck off? I'm son on ye, motherfucker. Now get out of here before I break every bone in your body. Oh man, no, sorry, I didn't know who you were. Guy seemed like he was getting a little pushy. We get that a lot. You work here? Yes. So, you allowed to join the customers for a drink? Oh, that sounds nice. Yeah, then come with, baby. I don't think I've seen you here before. I'm Ileana. Yeah, yeah. I usually don't come to places like this. I'm here for my friend. Well, if you ever want to hang out at places not like this, let me know. I'd like oh, that. Baby. Can I call you? Thanks. Give me a call sometime. Auf jeden, Alter. Auf jeden werde ich dich anrufen. Geile Bitch, du. So. Und jetzt? Damn, Wei. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly too. How do you not know Hong Kong have beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men. Don't we, Tina? All right, Wei. Why don't you show us what you got? Come on, Wei. Let's see those lungs. Well, I'll show you mine if you show me yours. Oh, jetzt müssen wir wieder Karaoke singen. Ah, oh, ich wusste, so ein Shit würde kommen. Okay. Dann mache ich es euch mal vor, wie das geht. Und ihr könnt dann auch machen. So, oh, wir haben mehr freigeschalten. Mehr Lieder jetzt zur Verfügung. Aber nicht wirklich. Oh, I ran so far away. Ich liebe es. Geiles Lied. Bam, Alter. Schön. Schön, dass das dabei ist. Ah, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Nicht, dass ich wirklich mitsinge. Nein, ich singe natürlich nicht mit. Obwohl das Lied echt geil ist, Mann. Erinnert mich total an Vice City einfach nur. Wow, wow, shit. Ich muss mich konzentrieren. Ihr könnt das Lied hören, ich muss mich konzentrieren. Bring it, baby.
Eieiei. Alter, wie schwer das ist. I ran so far away. Ah! Damn it. Alter, wie schwer das ist. Oh, ich bin total schlecht irgendwie. Unglaublich. Ja, okay, wir wissen es. Er ist jetzt Gitarren-Solo. Komm schon. Ah, wie schlecht! Oh, was für ein klasse Ding ich gerade gebracht habe. Super. Ich kann es ein bisschen zumindest. Sehr gut. War's das? 88%. Ja, okay. Ist in Ordnung. Kann man so stehen lassen, würde ich fast sagen. You got balls. I'll give you that. Oh yeah. Aber jetzt will er auch noch ein Foto. Oh mein Gott, okay. Oh, wir sind aufs Klo gegangen mit ihnen. Sehr schön. Hat man beim letzten Foto gesehen. Halt, da hinten ist eine Statue. Geh aus dem Weg. Pisser. Ja, ja, ich hab dir jetzt gerade überhaupt nicht zugehört, weil ich die Statue einsammeln musste. Alter, was ist denn hier los? Spring doch drüber. Mensch, Kinder, sonst kannst du auch alles. Mann. Okay, King, wo willst du jetzt hin? Was ist denn das jetzt hier? Was wollt ihr? Mein Gott, ey. Hab ich doch gar nichts getan. So, komm mal hierher, da rein mit dir. Ey, lass mich los, Mann! Blöde Schwuchtel. Immer schön auf die Fresse hier. Komm schon. Block doch nicht so viel, du Pussy. Hör auf mich zu schlagen, Mann. Hör auf mich zu schlagen. Wie viele kommen denn da noch? Fall doch um jetzt! Oh, schöner Kick. Bleib liegen. So, King, du hast ein Problem mit dem da hinten. Ich kümmere mich drum. Hey, lass ihn mal, King. King, lass ihn mal. Alter, ey. Ja, okay, dann müssen wir ihn so verprügeln, ey. Kleine Drecksau. Ja, ja. Leg dich einfach nicht mit mir an. So, erledigt. So, go, go. Wo willst du jetzt hin? Okay. Ich muss ihn schon zu seinem Hotel zurückbringen. Ist ja langweilig. Steig doch aus! Er steigt nicht aus, da wäre ein Gesundheitsbrunnen, aber er will ihm zuhören, okay. Oh fuck, da ist eine Sackgasse. Wo geht's denn weiter hier? Okay.
Hell yeah. Eieiei. Das Navi schickt uns echt über so Hinterhöfe, also Polizeirevier. Da konnte ich nicht aussteigen, um den Gesundheitsschrein zu holen. Und die hören nicht auf zum Labern, Mann. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the shots. You got a point. Eieiei, ich fahr wieder einen Stuss zusammen. King, wo wohnst du denn? Unter der Brücke oder was? Wie weit ist denn das noch? Kann ja wohl nicht sein. So, go, go, komm. Muss schneller gehen, muss schneller gehen. Ich will zurück zum Gesundheitsbrunnen hier. Oh, Sachschaden. Mann, ich hasse das. Und nochmal Sachschaden. Sehr schön. Go, go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Auf Wiedersehen, King. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. All right, man. Take care. So, haben wir das auch erledigt. War jetzt nicht so die tolle Mission. Das Lied war gut beim Karaoke, aber sonst auch schon wieder nix. So. Was kommt als nächstes? Okay, wir haben einiges hier. Ach, ich muss die Jade-Statue zurückbringen, genau. Aber ich könnte auch hier Dingens die nächste Mission machen. Nächste Triaden-Mission. Ja, wir machen erst die nächste Triaden-Mission. Und dann bringen wir die Jade-Statue zurück. Weil die Jade-Statue, also dieser Martial Arts Club, wo wir das immer lernen, ist viel zu weit weg gerade im Moment. Da will ich jetzt nicht hinfahren. Deswegen machen wir erst die nächste Mission und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter. Genau, so machen wir das. Okay. Schnelle Mädchen heißt die nächste Mission. Ich bin gespannt. Hoffentlich haben wir Sex. Nein, und selbst wenn, würden wir es nicht sehen. Mein Gott, wir sehen ja nicht mal, wenn hier Way massiert wird. Voll lahm irgendwie. Na, egal, ich bin vielleicht auch bloß ein bisschen notgeil. Aber das braucht euch jetzt... Ach du Scheiße, ich bin aus Versehen auf die Taste gekommen. Das braucht euch jetzt gar nicht so interessieren. Ich bin aus Versehen auf die Taste gekommen. Das Auto ist halt jetzt am Arsch der Welt und ich kann jetzt erstmal laufen. Alter, ich bin so doof, ne? Ne, 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 ne. So, maybe ist hier oben ein Gesundheitsschrein. Könnte doch sein. Ne, nicht wirklich. Springen wir runter. Sehr schön. Oh, Bob, Bob. Ist eh nicht weit. Können wir rüberlaufen schon. Das ist wieder bei Sunny hier, bei diesem diesem Player da, der King irgendwie eine Nutte organisieren wollte oder so. Okay, dann gucken wir, was Sunny jetzt nochmal hat für uns. Und wir essen nochmal ganz kurz hier was. Aus dem Weg. Ich kaufe jetzt einen Hotdog. Ne, eine Bratente. Okay. Her damit. Ich muss mich heilen. Dankeschön. Wiedersehen. Go, go. Schmeiß es weg, den Shit. So. Was hat er denn jetzt für uns? Der alte Sonny. But she has to understand the consequences if she disappoints me. Are we clear? Of course, Sonny. You're not getting attached, are you? A man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Way, come in. Have a drink. You ever fuck some famous pussy, Way? Not yet. Maybe one day. It's a trip, man, let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place. Bend her over the table and and then you do it. There's no other feeling like it. Yeah, okay. Speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Way do it. You and I have more business to discuss. How about it, Way? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure. You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. You take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Da schüttelt er den Kopf. Ja, okay, wir werden sie ficken, ey, wenn er uns einlädt. Mein Gott, was soll's? Ich muss sie ja bei Laune halten. Und wie sollte das sonst gehen, ne? Schon wieder in die Karaoke-Bar will ich nicht. Also das kannst du knicken. Oh, geiles Auto. Aber das kennen wir schon, das Auto, das fährt sich nicht so gut. So, go, go. Ricky, tolles Auto hast du. So, dann holen wir sie mal ab.
Am besten ohne Sachschaden zu verursachen. Das wäre toll. Da vorne ist es ja schon. Okay, sie ist angeblich ein Star. Ich habe noch nie was von ihr gehört. Habe auch noch keine Werbetafel von ihr hier gesehen in Hongkong. Also hier im Spiel oder so. Nicht wirklich was mitbekommen von ihr. Gucken wir mal, was sie so drauf hat. Alter, die soll doch zum Auto kommen. Was soll denn das? Who are you? I'm Wei. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi. It's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why are the bad ones always so good-looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Wei. Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speeds? Yeah, absolutely. I mean, I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? Oh mein Gott, ey, die macht mich total scharf, die hier vorne eingestiegen ist, die Frau. Okay, und Ricky ist anscheinend mit der Vivienne hier zusammen. Und der Sonny will, dass wir Vivienne ficken. Was geht denn ab, Ricky? Warum lässt du dir das gefallen? Naja, egal, das klären wir nochmal. Recently I've wanted to date a gangster. Well, maybe I'll see if I can find one for you. That would be nice. Ja, Jackie ist leider im Knast, also. Why is he too busy? I don't know. Something with Sonny. Sonny? That guy's a creep and a perv. Sorry. It's okay. What? What'd he do? Nothing. But he tried. I was at a party on Wallace Chung's yacht. I was like... 60. Ja, sie wollte irgendwas erzählen von Kindesvergewaltigung oder so ein Scheiß. Hi Alex, how are you? Huh. This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? Of this guy? Hey, so Sandra says you like to race. How about it? Now if you win, I'll let you take the girls home. Way? I'm not sure how much that's worth. Okay. We race for the girls and 100,000. Sure, I'll take your money too. You racing with the girls in your car? The extra weight will slow you down, idiot. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Think of it as your head start. Ja, okay, komm. Bring it on. Sie kann mir ja nebenbei einblasen, diese Sandra. Ach, ja, die macht mich total scharf. Egal. So, go. Ihr könnt ruhig reden. Mich lenkt das nicht ab. Also, ich habe damit kein Problem. Ich werde sowieso gewinnen. Ich kann euch beiden Hübschen ja jetzt nicht hier mit diesem hässlichen Bastard alleine lassen. Das geht doch nicht. So, ich bin Erster. Damit war es das, oder? Ich werde den Platz nie mehr hergeben. Auf gar keinen Fall. Ich bin eh zu gut. Ja, natürlich weiß ich, wie man fährt. Ja, wie ich hier drifte, um die Kurven. Ich bin so episch. So, und nochmal, jawohl. Sehr schön, bloß der Sachschaden nervt mich ein bisschen. Ja, das müsste nicht sein, dass ich so viel Sachschaden mache. Aber gut, da kann ich jetzt nichts gegen machen. Warum hören wir keine Musik mehr? Mach mal das Radio an, was soll denn das hier? Geht doch. So, ich höre immer noch keine Musik. Was soll denn das hier? Jetzt aber. Mann, scheiß doch auf den Sachschaden, der nervt mich schön langsam. Und, wie findet ihr es, meine netten Freundinnen hier? Cool, oder? Oh, die Polizei ist hinter uns, geil. Ja, passiert schon nicht, Mann, ich habe damit Erfahrung. Go, go! Ich bin eh schon fast aus der Fahndungszone raus. Ja, ich bin schon draußen. Easy going, bitches, easy going. Jetzt ist er schon wieder da, der Bulle. Geht denn das? Oh, Männer. Dann komm mal her, ich muss dich jetzt leider wegrammen. Ich habe hier Frauenbesuch.
Verpiss dich jetzt! Scheiß Bulle. Ich mag keiner. Schön, dass dir das gefällt, wenn ich hier so krank durch die Gegend rase. Oh, fuck it! Falsch abgebogen. Scheiße, ey. Aber die Gegner sind so weit hinten, das ist ja unglaublich. Noch langsamer können die ja gar nicht.